Und jetzt kommt der Sempach Matthias gegen Nötzli. Reto. Favoritenlage ist klar. Die ist auf der Seite vom Sempach. Oder Nötzli Reto. Alle drei Kämpfe besitzen gewonnen. Gegen Kid Simon im ersten, dann eben der Klopat Beat, dann der Schmied Reto im dritten. Und jetzt wartet die ganz grosse Bewährungsprobe. Grüße, Andi, haben Sie sich hier auf Platz 7? Jetzt so noch kurz, der Nötzli pariert aber sehr gut. Schneidet ihn auf. Das ist eine Spezialität von einem sehr spektakulären Vorkumpen. Seine Gegner regelrecht an, weil sie zu viel Rücklage haben. Jetzt gerade wieder, man hat wirklich das Gefühl, im Moment der Nötzli hat recht Rücklage. Und unter Umständen hat er schon mal gut gekommen. Also, jetzt gibt er eine Decke auf Neuecke und dann die ganze Woche, die vorne herkommt. Und wenn man dort einen Moment einknickt, dann ist in der Regel passiert. Hier wieder eine ziemliche Rücklage. Ist im Fall nicht der Übersprung, der Sprung. Ja, der Übersprung ist etwas anderes. Ich weiß gar nicht, ob der Namen hat, der kommt. Jetzt hat die Brienzerinnen gut reagiert, der die Übersprung wollen und ist bei meinem Haar selber in Gefahr gekommen. Also der Nötzli ist jetzt sehr gut eingestellt auf dem Matthew. Das erste Mal, als er hinten runterlängt auf den Rücken, hat er sofort auf den Griff gehen, dass er sich dort nicht in die Situation schaffen kann. Das wissen die Winner mittlerweile, wenn der Gegner mit dem Gegner Sempach mit seiner anderen Hand, mit der rechten Hand, kann drüber lenken, wenn der Gegner dann wird es unglaublich gefährlich. Dann hätte er den Spezialschwung. Hochspektakulär. Aus dieser Situation hat er zwei, drei Schwünge, die funktionieren. Gut treten, gut. Ja, der Nötzli Reto wird zu Recht hier angeführt vom Platzrand, der macht seine Sache. Hier wirklich gut gegen favorisiert. Sempach Matthias. Jetzt wieder der Rücksprung. Blitzschnell angesetzt, aber er wird selber wahrscheinlich das rechte Move alles abmelden. Dass wenn man hier natürlich im falschen Moment einzieht, kann das relativ tief runtergehen und sehr unangenehm, bis man das Sachen auch wieder alles aufgeführt hat. In so einem Fall wird die Kampftour unterbrochen. Ich sehe es auch mit Sicht vor allem Sachen landet. Und da sicher auch gar nicht mehr probiert weiterzufahren. Am Brunnen mit dem Linebacker Rabio und dem Durchhalter. Das ist auch schon ziemlich runter. Ja, vor allem, solange man eine Sachmeldung hat, wenn man das nicht alles geholfen hat, man kann sich auch nicht mehr holen. Nachher. Das wird sehr schwierig, weil im Prinzip, wenn man jetzt schnaufen und jedes Mal einschnaufen, muss man husten. Hoffen wir, die Luftwege sind wieder frei für den Rest von dieser Kampftour, die eben, wie gesagt, jetzt nicht weiter gemacht ist, währenddem der Sempach zum Brunnen ist. In solchen Situationen wird sie angehalten, sonst läuft sie ja weiter. Also das ganze Prozedere mit wieder frisch Griffwasser so führt zu keiner Unterbrechung von der Kampftour oder von der Zeit, die läuft. Aber so etwas wie hier mit dem Schwerzer beim Platzkampf hilft, der beim Freigeben von diesem Kampf seine Stoppuhr wird betätigen, verzögert, um weiterzulaufen. Metto wieder in der gleichen Form von vorne. Mit hier, Reto. Also
bis jetzt in der Nötzli seine Hausaufgaben sehr gut gemacht zu haben. Er hat alle möglichen Schwünge, die Sempach bis jetzt probiert hat, perfekt pariert. Danke. Hat der Sempach noch irgendetwas auf Lager? Gegen den Gegner, der sich perfekt verteilt. Ruhig, Reto! Der Brüder sprung jetzt in seinen Brienzer. Ah! Ja, und jetzt hat der Sempach den Sieg! Allzu lang wäre der Kampf nicht gegangen. 5 Minuten, super Verteidigung vom Nötzli. Er ist super dran geblieben, der Mettu jetzt, wobei man jetzt auch gesehen, in der Zeitlupe sieht man es dann. Und der Nötzli gemerkt, dass er gefallen hat, er probiert wieder Blästarzt einmal den Schwung mitzunehmen. Jetzt merkt er, dass er gefallen hat und probiert ihn rüber zu reissen, aber diesmal ist der Mettu parat. Nimmt ihn eigentlich mit seinem Flug in das Tempo und hat bis der Nötzli auf dem Rücken. Also auch hier scheinbar nicht einfach mit brachialer Gewalt dahinter und Vollgas, sondern schauen, wenn der andere noch helfen will, muss man parat sein und muss mit im Gang innen oder im Zug innen noch ein bisschen abbremsen. Und geduldig geblieben. Ja, Bilanz vom Sempach nach 4 Gängen. Er ist auf Schulungskurs.